Hallo, hier ist Ingrid aus Peking. Ich bin hier und übersetze eine Freundin von mir für einen dreitägigen Körperkurs, die Maria Fink. Und es macht unglaublichen Spaß. Ja, ich habe das nicht gelernt. Vor ein paar Jahren hätte ich mir das überhaupt nicht vorstellen können, Deutsch auf Englisch zu übersetzen. Und ich habe es einfach gemacht, das zweite Mal jetzt. Und ich sage einfach nur, ja, welche Einladung kann ich für dich sein, wenn ich dir das jetzt erzähle, was du wählen könntest in deinem Leben, wovon du vielleicht geglaubt hast, oh, ich habe das nicht gelernt, ich habe keinen Universitätsabschluss, ich kann es vielleicht nicht und vielleicht ist es nicht die richtige Wahl und was, wenn das und das und das alles passiert und was erzählt dir dein Verstand? Und was würde passieren, wenn du irgendwas von dem, was du immer schon tun wolltest, einfach wählst? Du kannst doch mit kleinen Sachen üben und einfach eine Kleinigkeit wählen, wo du sagst, okay, das wäre schon mal ein Anfang. Und wie oft sitzt du zu Hause auf dem Sofa? Und ich kenne das nur zu gut, deshalb erzähle ich es dir gerade. Und versuchst rauszufinden, was genau wäre es jetzt und wenn ich das mache, was wird dann passieren? Und oh mein Gott, und am Schluss ist es falsch und dann wählt man überhaupt nicht. Und dann langweilt man sich und dann kreiert man sich irgendeinen Schmarrn, damit man beschäftigt ist und. Okay, also welche Einladung kann ich mit meinem Bericht jetzt für dich sein, irgendwas Verrücktes oder was du immer schon tun wolltest, einfach zu machen, ohne Erwartung, was dabei herauskommen könnte. Und einfach es zu tun. Im schlimmsten Fall geht es schief und im Idealfall hast du das größte Abenteuer deines Lebens. Ja, ich lade dich einfach ein, dir da mal vielleicht was zu überlegen oder auch nicht, einfach aus dem Bauch raus zu wählen und einfach just do it. Hab einfach viel mehr Spaß als je zuvor und vielleicht sehen wir uns irgendwann persönlich. Ach ja, und es gibt übrigens Werkzeuge, die das Ganze sehr erleichtern, rauszufinden, was zu wählen wäre, was wirklich ein Beitrag ist und was nicht. Und das ganz ohne, dass der Verstand es wissen muss. In diesem Sinne wünsche ich einfach noch einen schönen Tag. Und ihr hört im Hintergrund die Mega-Musik, die jetzt in dem Raum hier einfach läuft, wo ich stehe. Und sende euch herzliche Grüße aus Peking.